Die würde ich dann auch gerne mal mitnehmen. Und hätte ich jetzt ein Geld mehr dabei gehabt? Naja, man kann es ja nicht wissen. Oh, ich sehe gerade auch, wir sitzen ja seitlich auf dem Pferd. Also wie eine... wohlerzogene Lady. Dame, genau. Dame war das Wort. Jäger lohnt sich. Ach, jetzt ist hier auch einer. Sehr schön. Das ist der Damensitz. Ja, ja, ja. Du hast doch gerade geerntet, oder? Die Schilder heißen, die Ritter sind in Ausbildung und die Banner heißt, die Ritter sind ready. Ready to flee. Wie wir ja gerade gesehen haben. Achso, das ist dann quasi ein Comtair. Nein, das ist ein Charge. Ich habe dem gerade gesagt, Charge, dadurch, dass ich einen Ritter habe. Alles klar, komm. Ah, ich habe nur drei Teile. Na gut, vergiss es. Ich hoffe, er hält es lang durch. Aber auf die Art und Weise... Auf die Art und Weise kriegen wir natürlich die Dinger auch platt, wenn wir da hingehen und... Wo rennst du eigentlich hin? Hättest du vielleicht einen Hammer mitnehmen wollen? Ich glaube, die 4 Gold, die wir reingesteckt haben, die hat der Ritter genommen. Und wenn er seine Gold verloren hat, ist er entweder tot oder... Ach, guck mal, da oben wackelt schon ein Dings. Jetzt ist der Tag angebrochen und sie spawnen trotzdem, weil wir es angreifen, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Naja, weil wir es halt angreifen. Habt ihr hier irgendwo Geld? Jawohl. Dann schicken wir die Jungs auch mal los. Das wird aber nicht besetzt. Falls sie es nicht wollen. Kein Geld? Kein Geld. Wäre auch zu einfach. Da haben sie ein Stück aus der Mauer rausgehauen. Sowas aber auch. Aber wir brauchen natürlich Bogenschützen für die und für sowas. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe das eine Ding kaputt gemacht. Jetzt mögen sie es nicht. Du meinst du? Ja, ich glaube schon. Moment mal, wo tragen die das Katapult hin? Ja, das eine Ding ist kaputt. Ich glaube... Ach, hier hinten bauen wir auch noch. Ups. Jetzt könnte ich natürlich den nächsten Charge befehlen, aber das macht wenigstens gerade. Glaube ich. Ich meine, gut, hier stehen dafür
allesamt Ritter. Und das Entwalden müsste ja eigentlich auch mal vonstatten gehen, aber ja. Irgendwann kommt dieses Katapult hier an und dann können die Bauarbeiter auch mal anfangen, Dinge zu tun. Ich wünschte, ich könnte dir direkt sagen, mach schon die nächste Stufe, aber nein. Wenn sie wollen. Genau. Wenn sie wollen, tun sie es. Wenn sie es nicht wollen, tun sie es halt nicht. Naja. Gehen wir mal zurück. Oder... Ach nee, da kommt der rote Mond. Aha. Dann werden wir mal hier gucken. Hab das jetzt mal hingebracht. Könnt auch mal die Mauer aufbauen. Wernes. Ja, jetzt doch. Ich meine, ist ja nicht so, dass Mauern schützen können. Ich meine, ist zwar nur eine Mini-Mauer jetzt, aber... Ach so, und das Katapult lasst ihr einfach... Ist okay. Ach, und jetzt kommen sie alle. Schön. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier hingehen und losmachen. So, komm. Ich hole mal zwei Leutchen. Chip, 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 chip. Wie sie loslaufen und sich dann auf einmal was Anständiges anziehen leisten können. So. Gib mir das Geld, ich brauche was. Kleidung. Oh, ist ja gar nicht so schick. Ich glaube, ich bleib da. Einfach nur als Vorsichtsmaßnahme. Irgendwas kann ich damit machen. Nice. Ich will jetzt wissen, was ich aus diesem Tor machen kann. Wahrscheinlich ein eigenes Tor. Oder ich baue einfach nur einen Container drüber, dass da nie wieder was getort wird. Jawohl, ein eigenes Tor. Ah, okay. Ich kann wohl offensichtlich selber porten. Na gut, ich habe es jetzt, glaube ich, verschwendet. Reiterei ist noch viel schöner. Ja, sieh an. Zumindest zwei neue Bogenschützen, finde ich sehr nice. Ich weiß nicht, was du hier machst. Aber ich glaube, die Mauer da drüben ist gefallen. Ja, das sieht so aus. Und es kostet auch ein bisschen mehr, um die wieder aufzubauen, okay. Die brauche ich auf jeden Fall. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher... noch Zeug davon geholt. Naja, gut. Man kann nicht alles haben.
habe auch wieder mal zu wenig Bauarbeiter, habe ich den Eindruck. Hier haben wir sehr viel Zeug. Ich kann mir leider keinen Charge leisten, ansonsten nicht gesagt, los geht's. Jetzt will ich die verfügbaren Leute mal darauf wieder trimmen, dass sie hier... Dinge tun, aber das funktioniert gerade leider nicht. Ah, und das kaputte Banner heißt, der Typ ist gefallen und ich kann ihn nicht wieder ersetzen, bis ich das Geld nicht gezahlt habe. Danke. So, verdiene Geld für mich bitte. Verdiene Geld. Es ist ganz gut, dass wir die beiden anderen Schützen da noch hatten auf dem Weg. Aber wahrscheinlich die werden ein wenig gemildert. Hier ist aber auch normalerweise keiner mehr, der Geld verdient. Zack, fällt weg. Mit dem Händler wäre das jetzt einfacher. Aber kein Händler, kein Problem oder so ähnlich. Habt ihr hier irgendwelche Hasen erlegt? Ja, habt ihr. Sehr nice. Rein theoretisch. Geht hin und macht das blöde Tor platt. Dann habe ich auf der Seite keinen Stress mehr. So, da bauen wir nochmal eine Farm auf. Weil wenn da keine Viecher mehr kommen, dann können wir ja von da in Ruhe farmen und selbst wenn sie hier durchbrechen sollten. Okay, da rennen gerade die Bauarbeiter. Hier liegen keine Viecher oder sonst irgendwas rum. Die haben diese Riesenmauer umgenietet. Das ist Respekt einflößend, würde ich behaupten. Da kommen sie. Ja, das sind auch nur vier Bogenschützen im Moment. Hinter der Mauer, die treffen ja auch nichts. Und jetzt zieht sich die Hälfte der Truppe also zurück. Vielleicht sollte ich das dann auch tun. Damit ist mein Bauer wieder freiwillig. Supi! Ihr seid solche Honks. Entschuldigung.
Ah, guck an, hier ist jetzt auch schon wieder einer, der ihn besetzt. Weil wir genügend Bogenschützen haben. Mehr Bauern braucht das Land. Mehr Bauern braucht das Land. Ja, ich glaube, das war das zweite Tor auf der rechten Seite. Und die rennen natürlich darüber. Doof. Okay, der Bauer lebt noch, aber die Mauer ist wahrscheinlich... Ah, die Mauer ist noch nicht mal hin. Brauchen sie jetzt mehr als zwei Schläge. Das ist schön. Also eigentlich nicht, aber schön. Aber ihr wisst schon. Offensichtlich brauchen sie einfach viel zu lange dafür zu reparieren, bis die Viecher kommen. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Lauf. Nein, tust natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Schön wäre es natürlich auch, wenn man den Bauern sagen könnte, in welche Richtung sie laufen dürfen und so. Aber nein. Oder auf welcher Farm sie arbeiten, aber nein. Sehr schön, noch ein bisschen Jagdglück. Und hier sind unsere Ritter wieder zurück. Was uns natürlich nichts hilft, wenn wir auf der anderen Seite verlieren.